So, dann haben wir auf jeden Fall noch zwei Sachen hier. Nämlich der Insane Casper hat nämlich auch hier was reingeschmissen. Nämlich der Sick und Insane Casper mit Wieder da. Schönes Video. War wieder so eine Zusammenschnitt, oder? Also was jetzt auf jeden Fall schon auffällt, ist dieser schöne durchgängige Flow, ja, auf dem Beat. Er gleitet schön auf dem Beat, ja, der Flow, der geht richtig gut nach vorne. Stimme wird halt durch die Mische, die jetzt nicht so geil ist, ja, wird ein bisschen stumpf und unscheinbar. Ja. Also dringt nicht ganz an die Oberfläche. Ne? Also ich finde, das ist irgendwie ganz weit hinten irgendwo. Ja, und müsste eigentlich mehr präsent sein. Und der Beat auch. Ja, aber das ist ja auch von 2017. Das ist ja halt wirklich ein älteres, ne? Ein älteres Werk. Hat ja auch der Insane Casper ja auch gesagt, ne? Das wird natürlich berücksichtigt. Ne? Aber ich muss auch darauf eingehen. Man muss natürlich auch was dazu sagen, ne? Wie ich es jetzt gemacht habe. Hallöchen, Emporio Armani. Schön, dass du hier bist. Auch natürlich der Kontrast-Rap, ja, ist auch da. Hallöchen, Grüße. Hab so vieles im Leben verkackt, doch bin wieder hier, bis der Schädel zerplatzt. Gezeichnet von Narben und nicht wegen wenigen Drogen. Warte, oder wegen den Drogen oder wenigen Drogen. Mal kurz hören. Nicht wegen den Drogen, wahrscheinlich, ja. Okay, das kann man natürlich dann auch wieder ja so verstehen oder so verstehen. Ich habe jetzt extra nochmal reingehört und für mich hört sich das an wie nicht wegen den Drogen. Ja, aber das kann natürlich auch sein, nicht wenigen Drogen. Kann natürlich auch sein. Ja, aber ich würde es sogar besser finden, hätte er gesagt, nicht wegen den Drogen, sondern wegen den Narben. Ja, das wäre natürlich von der Message her 1A. Ja, mit Sternchen plus. Insane for President haben wir schon drauf reacted. Ein sehr, sehr cooles Ding gewesen. Ja. So. Und was mir halt auch immer positiv auffällt, ne, also ich habe jetzt einen Song von Sick abgecheckt, ne, was der Insane Casper auch hier uns präsentiert hat, ne, damit wir uns das abchecken. Die Gesangshooks, ja, die finde ich richtig nice. Also es hat wirklich auch so einen schönen Klang. Ja. Also wäre jetzt wirklich die Soundqualität auch hier besser und so, ja, dann wird natürlich die Stimme noch viel besser in den Vordergrund kommen und der Gesang würde auch vielleicht ein bisschen mehr, ja, noch mehr von von seinem Charme entfachen, so, ja. Also ich finde, der hat eine schöne Stimme, hat eine coole Gesangsstimme so und mir macht es immer Spaß, halt die Hooks zu hören, so, ja. Und vom Flow her, vom Textlichen her, ja, habe ich auch nichts zu beanstanden. Betrete die Bühne im Dunkeln, siehst du das leichte Grinsen in meinem Gesicht, leuchtende Augen, spreche einen Bann und all deine Vibes verschwinden. Aber hier zum Beispiel, du warst nicht ganz on point auf dem Beat, ne? So wie du jetzt eingestiegen bist. Weil da jetzt auch nicht sofort der Takt kam, sondern da war jetzt einfach nur ein bisschen so die Melodie. Ich weiß, es ist nicht leicht, ne? Weil wenn du nur die Melodie die ganze Zeit hast
Und der Taktschlag, der gibt dir ja auch so gesehen ja auch dem, ja, der zeigt dir den Weg. Also, ja, der gibt dir den Weg. Und wenn da jetzt aber der Taktschlag fehlt und so, ja, dann bist du erstmal so ein bisschen verloren so. Und dann musst du wirklich so deine Intuition, ne, die musst du natürlich aufwecken. Ne, klingt natürlich wieder komplett banal, was ich hier gerade sage, aber ich denke mal, es ist einleuchtend. Auch wenn es banal klingt. Das leichte Grinsen in meinem Gesicht. Das war zum Beispiel on point, ja. Betrete die Bühne im Dunkeln, siehst du mein Grinsen, glaube ich, was, ne? Betrete die Bühne im Im Dunkeln. Dunkeln. Siehst du das leichte Grinsen in. Siehst du das leichte Grinsen? Leichte Grinsen. Und dann wird es, ab hier wird es halt ein bisschen offbeat. Also, es ist nicht mehr on point. Betrete die Bühne im Dunkeln. Siehst du das leichte Grinsen in meinem Gesicht? Leuchtende Augen, spreche einen Bann und all deine Vibes verschwinden. Am Ende war der wieder on point, aber in diesem Zwischenteil, ne, wo er ein bisschen schneller geworden ist, war er nicht ganz drauf. Auf dich zu, werf den Blick in deine Seele. Ziehe eine Karte, mein Freund. Hypnotisiert von der Lyrik. Lasse dich im Glauben, du hättest diesen Part nur geträumt. Zeige dir hiermit, keiner ist würdig. Insane in der Boss. In Lyrik, dreh das hier auf, deine Scheibe wird brüchig wie knifflig, entscheid über Reime mit Würfeln. Kriege meine 6, wenn ich würfel, im Ohr der maskiert meine Tracks, wenn sie perchen. Na, krieg eine 6, wenn ich würfel. Ne, mit den Perchen oder was weiß ich. Kriege meine 6, 6 mit wenn ich den würfel, im Würfeln. Ohr der maskiert meine Tracks, wenn sie perchen. Ermorde mit meinen Tracks. Warte um 6. Kriege meine 6, wenn ich Nicht würfel, würfeln. im Ohr der maskiert meine Tracks, wenn sie perchen. Ermördere mit meinen Tracks. Wenn die perchen. Also Purge, das ist ja auch ein Film gewesen. Da ging es ja auch darum, dass in einer bestimmten Uhrzeit, ne, durfte man machen, was man wollte, und man wird dafür nicht belangt. Ne? Also The Purge. Die Kriege Säuberung. meine 6, wenn ich würfel, im Ohr der maskiert meine Tracks, wenn sie perchen. Deine Boys sind hässliche Vögel, meine sind die, die in einer Crackküche worken. Die Uhr schlägt 13, die Geister der Nacht schleichen unter dem Schein der Straßenlaternen. Das Amphetaminpräparat brennt wie ein flammendes Meer, sorgt für ein rasendes Herz. Welcome to hell, nimmt mich den. Im Ohr der Maskierten meine Tracks, wenn sie purgen. Ja, das ist genauso wie mit der Line mit den nicht wegen oder nicht wenigen Drogen. Ja, das ist halt durch die Mische halt noch schlechter zu verstehen. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Deswegen machen wir da keinen Vorwurf. Ja, ich denke mal, durch die Mische habe ich allen Grund dazu, dass ich das auch falsch verstehen kann. Jack, the Ripper of German Raps, denn ich kill rappende Noten und bin ein gestörter Stalker wie Jervis Tatch. Siehst du das Funkeln der Klingen? Hör die verstummenden Stimmen, tauche in endlosen Weiten des Ozeans nach einem Schatz in einem versunkenen Schiff. Night of Cologne. Du kannst gerne ein Bitte davor setzen und natürlich ein Majestät Primovic, ja, könntest du dich herabbegeben und bitte den letzten Track von dem Rudi Jahrmann abchecken. Das wäre sehr, sehr schön und bitte schmeiß mich nicht in den Kerker. Ja? Filme, ja, richtige Filme. Ja, können wir uns natürlich abchecken, das ist doch gar kein Thema. Was ein gelungener Trip, reist durch die Zeit, nimm Jahrhunderte mit. Ja, genau. Und noch 30 Euro per PayPal und dann sind wir auf jeden Fall schon mal auf einem grünen Zweig. Ja, ja. Macht bereit hier. Ja, und natürlich, Voraussetzung ist auch ein Follower. Ja, ein Follower muss natürlich auch sein, aber der muss bleiben. Ja, wenn ich merke, dass du wieder weg bist, ja, dann wird's schwierig. Und baue aus diesen dann Tracks und lasse mich feiern, als könnte ich Wunder vollbringen. Ja, wäre halt der
die Soundqualität wäre die besser so. Könnte man sich halt natürlich noch mehr pumpen, ne? Ist bereits verloren. Ja, dann hast du auf jeden Fall schon mal etwas richtig gemacht. Jetzt noch die 30 Euro per PayPal überweisen, ja. Natürlich dann vom Follower auf Sub umsteigen. Und dann ist alles schon mal für die Reaction vorbereitet, ja. Und dann können wir mal gucken. Ah, das ist doch Freddy vs. Jason gewesen, genau. Den hatte ich damals gebrannt gehabt, den Film. In richtig schlechter Qualität, ey. Aber ich wollte den ja unbedingt sehen, als er rauskam. Ja? Okay, sehr langes Outro. Aber auch ein schöner Beat, ja. Thematik ist cool hier mit den Geistern und sowas, ja, Unterwelt und geht auf jeden Fall ganz gut ab, so. Hab ein bisschen so Adams Family Vibes, würde ich mal sagen, ja. Und die EP, der ganz normale Wahnsinn, ja, Free EP, kommt demnächst, also ist wahrscheinlich schon längst draußen, ist ja von 2017, ja. Kann man sich dann auch noch gönnen, ja. So, dann gibt's erstmal hier ein Abo und natürlich auch ein Like und ich schau mal kurz den Chat, den Link. Hier ist er.